Leute, das hatten wir noch nie. Das hatten wir wirklich noch nie hier in irgendeiner Folge. Hallo Freunde des guten Geschmacks, ich bin Silvi und heute teste ich wieder 5 Hosen von 5 unterschiedlichen Marken, alle in Größe 40 und zwar heute Hosen, die ihr in den Kommentaren vorgeschlagen habt. Und ihr merkt, ich bin noch so ein bisschen außer Puste, denn ich war tatsächlich 2 Wochen fast krank und es tut mir sehr leid, dass kein Video so lange gekommen ist. Allerdings lag ich wirklich einfach nur im Bett und habe nichts mehr gekonnt. Ich habe euch hier im Community-Tab Bescheid gesagt, wenn ihr die Glocke aktiviert habt, habt ihr das auf alle Fälle gesehen oder auch auf Instagram. Kommen wir mal zum ersten Hosenvorschlag von euch. Die erste Hose, die ich teste, heißt Olivia und ist von Mango. Und mir ist aufgefallen, dass super viele Hosen einfach so Frauennamen haben. Wie so Zeitschriften. Was mir erst im Nachhinein aufgefallen ist, es ist jetzt die einzige Hose, die kein High-Waist ist. Also es ist leider kein High-Waist. Und das macht mich schon ein bisschen kritisch. Alles, was kein High-Waist ist, ist bei mir oftmals problematisch. Und ob das bei der Hose auch so ist, ich probiere sie mal an. Sie wirkt, finde ich, nicht wie eine High-Waist-Hose. Deswegen kann ich eigentlich schon jetzt sagen, dass das nichts wird. Die gute Olivia kostet 20,99 Euro, also ein erschwinglicher Preis. Sie fühlt sich relativ dick an, also jetzt keine dünne Jeggings-Jeans. Es ist eine richtige Jeans. Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich finde alle Hosen ganz schlimm, die kein High-Waist sind. Einfach weil bei der Figurart, ich habe das Gefühl, meine Hüfte sitzt höher als bei anderen Menschen. Und deswegen passiert nämlich Folgendes. Auf den ersten Blick, finde ich, sieht sie qualitativ schon sehr hochwertig aus. Ich muss sagen, dass es halt einfach jetzt wieder am Schnitt gescheitert ist, beziehungsweise dass es eben keine High-Waist-Hose war. Es ist einfach unfair. Ich finde das auch total unbequem. Ja, weil die hier so auf die Hüftknochen einschneidet. Ich finde einfach, wenn man eine Birnenfigur hat oder die Taille bei einem relativ weit oben ist, so wie bei mir, dann ist es relativ schwierig, so eine ganz normale Hose anzuziehen. Also ich kenne das von früher noch. Da gab es eigentlich so gut wie keine High-Waist-Hosen. Zumindest wusste ich das bis dato nicht, weil ich mich dafür nicht interessiert habe. Da ist einfach das Problem bei mir, was man auch an dieser Hose sieht. Das schneidet so ein bisschen da ein, wo es nicht einschneiden soll. Und ich habe eigentlich nicht so super viel Hüftspeck. Aber trotzdem wird das so reingequetscht, dass es so aussieht, als ja, das sieht einfach unförmig aus, ne? Also nicht so schön, ne? Keine schöne Aura. Aber das geht halt gar nicht, ey, wie unwohl ich mich fühle. Ich habe Angst, dass die mir runterrutscht. Und ich weiß noch, früher, als High-Waist-Hosen noch gar nicht angesagt waren, hatte ich auch natürlich so Hosen oft an. Und es ist mir immer runtergerutscht. Und das allergrößte Problem neben diesem Love-Handle-Ding ist, dass meine Büffelhüfte scheinbar so breit ist, dass ich hinten eigentlich gar keinen Platz habe, ne? Also mein Bauch hat keinen Platz. Das bedeutet in dem Fall, wenn ich mich bücken würde, so, hätte ich einen schönen Klempnerausschnitt und ich weiß noch, früher in den 90ern, als immer schön das Trinktanga rausgeguckt habe, weil da ganz viele Frauen Probleme mit haben. Seht ihr, wie tief diese Hose sitzt? Unten hat die super gesessen, also überhaupt kein Ding. Aber es ist einfach nicht die richtige Passform für Birnenform oder auch Sanduhrform, meiner Meinung nach. Für Büffelhüften, Leute. Die nächste Hose kommt vom Pinky. 29,99 Euro, haben mir Leute empfohlen. Ist auch eine Midwaist, aber ich finde, man sieht schon hier, dass sie so ein bisschen höher geschnitten ist. Also jetzt keine klassische Midwaist, würde ich einfach mal behaupten, eine hohe Midwaist. Ich finde, die ist eigentlich schon fast High-Waist. Die endet so knapp über dem Bauchnabel bei mir. Und jetzt verrate ich schon so ein bisschen. Ich probiere sie einfach mal an. The stage is yours. Bitte film ab. Oh Gott, Leute. Oh, wow. Ach, krass. In Pimki bin ich bisher eigentlich nicht so reingegangen. Ich weiß gar nicht, warum, ehrlich gesagt. Also für eine Midwaist finde ich, ist die ziemlich hoch geschnitten und ich muss sagen, ne, also ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass Pimki so Schnitte hat, weil ich dachte mal, die sind eher für so schmale, zierliche Menschen. Aber ich muss sagen, dass das hier oben relativ weit geschnitten ist und unten die Beine auch sehr gut passen. Ich drehe mich mal. Die hat so
gut gesessen. Also die ist von Material her, ist sie auch sehr fest. Also keine Jeggings-Jeans, sondern richtige Jeans. Das Einzige, was mich hier stört, ist tatsächlich hier unten dieses Umschlagding. Das kann man auch nicht wegmachen, weil das angenäht ist. Also das könnte man nicht mehr umklappen. Das mag ich nicht so super gerne, aber ich finde, sie sitzt unglaublich gut und macht eine richtig schöne Figur. Ich hätte es niemals erwartet. Ich habe hier noch ein bisschen Platz, aber es ist auf alle Fälle super gut für eine Figur wie meine geschnitten. Falls ihr mein Fashion Nova Video kennt, das verlinke ich euch auch gerne mal, dass die Hose ein ähnliches Gefühl beim Anprobieren bei mir ausgelöst hat. Nicht ganz so krass, aber die ist anders geschnitten. Also wenn ihr Kurven habt, wenn ihr auch eine lovely Büffelhüfte habt, dann schlüpft einfach mal rein. Ich finde tatsächlich, ja, dass das ganz gut passt für Birnen und Sanduhren. Die nächste Jeans ist von der Marke Only oder beziehungsweise aus der Jeans-Kollektion JDY. JDY. Sie kostet tatsächlich 19,99 Euro. Allerdings muss ich auch sagen, dass das eher so Jeggings-Stoff ist. Also es ist so ein bisschen so ein Zwischending zwischen Jeans und Jeggings, was an sich nicht schlimm ist. Aber ja, probieren wir sie einfach mal an. Boah, das finde ich ja ein bisschen sad, dass das hier nicht so eine Gürtelschnalle hat. Das gibt es hier einfach nicht. Die sind dafür da, dass man Gürtel anziehen könnte. Aber meiner Meinung nach, damit man die Hose gut hochziehen kann. Ich finde das mega unbequem, die anzuziehen, wenn da keine Schlaufen dran sind. Schlaufen, das Wort habe ich gesucht. Wow. Ich finde, dass sie bequem ist. Mir fehlt halt hier einfach dieses Gürtelstück irgendwie. Also das ist das, was mir fehlt. Und auch diese Waschung finde ich echt jetzt nicht so der Knaller. Ist aber auch Geschmackssache, ne? Ich finde einfach, das macht so viel Aufregung am Bein. Das ist stretchy auch, ne? Also kann ich ohne Probleme hier wandern gehen. Unten muss man sagen, hat sie sehr gut gepasst, meiner Meinung nach. Auch von der Länge her und so. Aber ja, was ich jetzt auch nicht so prickelnd fand, das habe ich aber erst später gesehen. Kurzer Einwand. Ich habe gerade gesehen, dass die hier hinten auch so eine Waschung hat, die finde ich persönlich überhaupt nicht vorteilhaft ist für meine Figur. Das macht das Ganze jetzt echt nicht besser. Ich weiß nicht, was diese Waschung da soll. Das sieht ein bisschen aus, als hätte man sich in Wolken gesetzt und das würde halt hier noch so kleben. Ja. Also an sich habe ich reingepasst, aber so richtig schön fand ich, sah sie nicht aus. Es war okay. Es war aber keine Hose, die ich behalten würde tatsächlich. Ja. Die nächste Hose ist von Gina Tricot. Das haben mir so viele in die Kommentare geschrieben. Die Hose heißt Molly. Es gibt auch eine, ich war nämlich vor Ort im Laden, auch eine andere Hose. Die ist extra für Curvy Girls. Allerdings muss ich sagen, die war nicht so stretchy wie die Molly. Also ich hatte beide in der Hand. Und auf der Molly steht auch, ich glaube aber bei fast allen Gina Tricot-Hosen, wenn nicht sogar bei allen. Ihr könnt ja gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr es besser wisst. Da steht auf alle Fälle hinten drauf, Perfect Jeans. Das ist mal eine Ansage. Perfect Jeans. Also eine perfekte Jeans. High Waist Super Stretch. Super Stretch verspricht diese Jeans. Ich finde, sie sieht sehr klein aus. Aber wenn sie Super Stretch hat, dann müsste das ja irgendwie funktionieren. Sie kostet 29,99 Euro. Wow. Geschafft. Das ging ja problemlos. Hä? Diese Jeans hat einfach unglaublich gut gesessen. Ich weiß nicht, was heute los ist. Heute läuft bei mir. Die ist sehr gut geschnitten. Das ist auch so ein bisschen Jeggings-mäßig, weil die hat keine Taschen. Ich finde gut, dass die keine Waschung hat, dass die sehr straight ist. Die hat auch keine Taschen, also ist auch sehr Jeggings-mäßig hier oben. Aber sie hat trotzdem einen sehr schönen Jeansstoff und hat einen sehr guten Halt und ich finde, die macht so eine sehr fließende Figur. Nicht so wie die Jeans vorher. Ich finde auch von hinten, ne? Also. Und jetzt kommt wieder mein Meckerbär raus. Aber ich möchte ja die perfekte Jeans finden. Und diese Hose wirbt sogar damit, dass sie sich Perfect Jeans nennt. Unten sitzt sie nicht perfekt. Also es ist unten ein bisschen weit. Dafür, dass es oben so richtig gut sitzt. Aber das ist wirklich Meckern auf hohem Niveau. Ich finde, diese Hose ist wirklich
der Hammer. Das ist eine L, ne? Es ist 40, gibt's da nicht L, aber es entspricht ja einer 40. Deswegen, Leute, danke für diesen Tipp. Diese Jeans werde ich definitiv behalten. Da kann man sich mal mit sehen lassen. Last but not least, eine Hose vom New Yorker in der Größe 31, was eine 40 ist. Und ist eine Skinny High-Waist Jeans von Amisu. Also so heißt die Linie. New Yorker ist auch ein Laden, wo ich eigentlich nicht reingehe, weil die tatsächlich einfach überhaupt nicht meinen Stil da haben. Also das, was die produzieren, ist, glaube ich, auch für jüngere Leute eher was. Und jetzt wäre ich schon so uralt, ne? Aber ich glaube eher so für Jugendliche. Deswegen habe ich da auch noch nie nach einer Jeans geguckt, weil ich dachte, okay, die passen mir eh nicht. Das ist wahrscheinlich für Mädels in ganz jungem Alter geschnitten. Dann haben aber ganz viele Leute von euch geschrieben, teste mal die New Yorker Jeans. Habe ich sie mitgenommen und jetzt probieren wir sie an. Uff. Kostenfaktor 24,95 €. Ja, das erinnert mich an alte Zeiten. Leute, was ist heute los? Diese Jeans hat auch 1A gepasst. Das hätte ich überhaupt nicht erwartet. Also wirklich 0,0. Das Einzige, was ich so ein bisschen zu meckern hätte, wäre oben. Da war sie nicht so straff wie vorher die Gina Tricot Hose. Aber dafür war sie unten sehr schmal und hat sehr gut gepasst. Ich finde es auch sehr schön, dass sie so einen kupferfarbenen Knopf hier hat. Ich weiß, das ist jetzt ne, ganz detailreich, aber wenn man so viele Hosen hat, die passen und gut aussehen. Leute, das hatten wir noch nie. Das hatten wir wirklich noch nie hier in irgendeiner Folge von Size In Between die Hosen anprobieren. Dass alle Hosen bei Größe 40 gepasst haben. Ey, es gab so oft Hosen, die ich einfach nicht hochbekommen habe. Natürlich gefiltert, weil ihr mir die empfohlen habt. Deswegen muss ich so ein bisschen tiefer ins Detail. Und ich finde zum Beispiel hier den kupferfarbenen Knopf sehr schön. Ich finde aber tatsächlich, dass die kupferfarbenen Elemente hier am Rand ein bisschen auftragen. Okay, Leute, ich übertreibe wieder ein bisschen, ich weiß. Aber ich muss ja die perfekte Jeans finden. Nichtsdestotrotz finde ich, dass es eine ja, sehr passende Jeans ist für lovely Büffelhüften. Und ich glaube, dass es viele bestimmt nicht erwartet hätten bei New Yorker. Also ich zumindest nicht. Ich freue mich sehr, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt, wenn es euch gefallen hat. Und gerne dürft ihr in die Kommentare schreiben, welche Jeans ihr so noch empfehlen könnt. Und natürlich auch Wünsche, was ich denn gerne noch testen soll. Hier dürft ihr mich gerne abonnieren. Ich freue mich sehr drüber. Und hier unten gibt es ein weiteres Video. Und wir sehen uns hoffentlich gleich da wieder oder beim nächsten Mal. Tschüss, Leute.